hier rechts kann man auch gerne in die Mauer fahren. Immer ein bisschen, ganz beliebtes Eckchen, wo man mal sein Auto ein bisschen anstoßen kann und Kotflügel, Spiegel deformieren. Aber das brauche ich nicht. 39. Plus minus. 39,80. Hm. Haben wir oder haben wir nicht? Was ist hier? Ja. Okay, mal im Ernst. Als nächstes Jawohl. Gibt's nur ein Thema. Ryan Cooper. Er ertrinkt ja mittlerweile in seinen ersten Klassen. Muss ein tolles Gefühl sein, aus dem... Wunderbar. Wieder Geld kriegt. Mal gucken, was kriegen wir hier? 6.000. 6.000. Portland International Raceway. Willow Springs. Aber nicht mit dem Auto. Garantiert nicht. Apropos, wie viel brauchen wir zur Domination? 2-2. Also dominiert haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch 2 Siege. Willow Springs. Huh. Ah, ich weiß nicht, mit dem Auto, ich weiß nicht, ey. Nee. Mit dem Auto will ich, nee. Wenn du ein Auto aufbaust, kannst du nicht einfach einen Allrounder zusammenschrauben und erwarten... Schnauze. Nur 140.000 Hammer. Verkaufen die Kiste. 60.000, passt doch. Ich will zum Autohändler. Autohändler. Was haben wir denn? Acura. Nee. Audi TT Quattro. Yeah. 3 S4. BMW. Leider nicht freigeschaltet. Schade eigentlich. Obwohl ich die Autos... Die BMWs hier würde ich im Rennen nicht fahren, weil lammarschig bis zum geht nicht mehr. Damit ist kein Pokal zu gewinnen. Der für den Drift, ziemlich lahmarschig. Bäh. I, geht fort. Honda Civic haben wir selber. Was? SI, aha. Infinity. Hm. Kostet aber zu viel. Lotus Elise. Für einen Drift. Hm. Der ist für einen Drift sehr gut geeignet. RX8 auch. Das wird unser zukünftiges Drift-Auto. Später. Noch nicht freigeschaltet, noch nicht freigeschaltet. Hervorragend. Mitsubishi Eclipse. Tja, Nissan. War ja klar. Die schönsten Autos sind natürlich wieder nicht freigeschalten. Jetzt haben wir so eine alte Schüssel hier. Nissan 240 SX haben wir selber gehabt. Brauchen wir also nicht. Pagani Zonda. Zonda F. F steht übrigens für Fangio. Nur zur Info. Nö, die gibt Ponte. Porsche. Seat Leon. Kostet bei mir 0. Weiß nicht mehr warum, aber egal.
237 PS ist zu wenig. Hat zu wenig Leistung. Subaru Impreza WRX STI lässt sich hervorragend gut fahren. Und sag ja. Hä? R32. Ah ja, Golf GTI. Deswegen. Ja. Schon haben wir die Autos durch. Der einzigste, wie gesagt, der hier, den nehmen wir für Grip. Normalerweise nehme ich BMW. In jedem anderen Spiel würde ich einen BMW nehmen, nur in dem nicht, weil der BMW eigentlich ist, er ist einfach zu schlecht. Einfach schlecht. Das Auto ist einfach schlecht. Ja. Motor. Ich würde mir ja schon so einen Motor einbauen, aber es geht nicht. Ich habe keine Kohle. Machen wir mal das Nötigste. Das ist Lachgas. Stufe 2 reicht uns. Aufladung. Stufe 2. Turbolader. Nehmen wir Turbolader. Kompressor. Kompressor im Track Racing zum Beispiel nur Kompressoren. Schauen wir mal, was kostet. Immer noch Antrieb. Aufladung. Fahrwerk hätte ich noch gebraucht. Machen wir auch gleich die Optik. Lack. Sehr wichtig. Candy. Schwarz. Nämlich. Felgenfarbe, alle Felgen, weiß, cool aus. Scheibenfolie, haben wir oben hell, dunkel oder Perlglanz. Weiter auf, haben wir mehr diesen rötlichen Ton, den nehmen wir. Vinyl und Decals oder wie das auch immer auf Englisch heißen mag. Im Moment nicht, brauchen wir nicht. Im Moment jedenfalls. Reifen können wir uns nicht leisten. Tuning können wir nichts machen. Aber Boost. Boost ist wichtig, wir haben 300 PS. Jagen wir erstmal alles hoch bis auf den Durchfluss, den jagen wir runter. Dann gucken wir mal, Übersetzung erster Gang. Wir haben noch ein bisschen wenig Leistung, deswegen lassen wir das erstmal so, wie es ist. Bremse haben wir eh noch keine. Prüfstand 400 PS. Haben wir gut 100 PS rausgeholt. Fahrwerk habe ich nicht. Ah ja, okay, gut. Speichern. Jawohl, speichern und raus. So, jetzt fahren wir die Runde hier. Natürlich mit dem hier und mit dem. Track Racing können wir natürlich auf der Strecke vergessen. Mit der zieht man keine Wurst vom Brot. Mit der Kiste. Das ist aber so lahmarschig. Das ist ein bekanntes Gesicht. Mein Cooper mischt wieder mit. Und ich habe nicht gedacht, dass er sich ernst meint, kommt er hier auf allen Vieren mit einem allradgetriebenen Subaru WRX STI angefahren. Aber mal im Ernst, was meint ihr, wie lang die Mail-Liste für diese Kiste ist, ha? Aber eins muss er ihn lassen, das fährt die... Das Ding ist nagelneu, du Arschgeige. Vor 2 Minuten hast du gekauft und umgebaut. Naja, 2 Minuten ist ein wenig. Ja. Bitte die Stelle machen! Ich kann das Auto nicht in 2 Minuten umbauen. Das ist der Strecke. Mal sehen, wie sie sich. Das ist der Strecke.
Ach ja, ich kürze ab und zu mal ein bisschen ab. Für Punkte durch alles. Und ums Gewinnen sowieso. Also fürs Gewinnen mache ich sowieso alles. Weg da. Du Lappen. Hoppala. Schöne Zahl. 333. Knappzahl. Sinnlose Kommentar von den Typen. Das heißt, da war Pylon über den Haufen und mein Auto ist nur noch gar nicht kaputt. Ja, ich schenke dir zu Weihnachten eine Brille von Fehlmann. Wenn es nicht reicht, ein Implantat. Ja, das gibt's schon. Wird direkt auf die Netzhaut implantiert. Ich sag ja, also irgendwo, ich weiß nicht, also sieht mein Auto kaputt aus? Sieht mein Auto kaputt aus oder geschrottet oder habe ich was an der Augen oder... Also. Entschuldigung. Ja, die Kiste fährt sich gut. Schönes Fahrwerk einbauen. Wir hatten heute schon ein paar heftige Duelle, Leute. Diese Fahrer geben einfach alles. Und ich muss Ryan Cooper erleben. Er hat wirklich einiges getan. Mehr Klassen-Grip. Wunderbar.